Am Vatertag, den 9. Mai, kam es in Rostock-Lüttenklein zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Herrentagsgruppen, die in einer Messerattacke endete. Ein 33-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es bereits im Vorfeld dieses Angriffs zu einer ersten verbal geführten Auseinandersetzung am S-Bahnhof. Hier sollen sich zwei Feiertagsgruppen über die Gleise hinweg angepöbelt haben. Kurz danach trafen sich einige Beteiligten in der Unterführung wieder. Hier zog einer der Angreifer ein Messer und rammte es dem 33-Jährigen in den rechten Oberarm. Dieser brach blutend zusammen. Als die verständigte Polizei nur wenige Minuten nach der Messerattacke im Tunnel an der Warnow-Allee eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet. Sanitäter und ein Notarzt kümmerten sich um den Schwerverletzten, der viel Blut verlor. Er kam in ein Krankenhaus. Die Beamten nahmen die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Zugute könnte ihnen dabei kommen, dass sich direkt am Tatort im Tunnel eine Überwachungskamera befindet.